Hallo und herzlich willkommen, liebe Deutschlandfreunde. Heute haben wir für euch die Pyromaniebox von Eisbrand. Wir entpacken das Ganze erstmal und dann gibt's weitere Infos zur Box und so weiter. Haben wir das Ganze mal entpackt. Kommt in einem Viereck daher. Was sehen wir hier oben drauf? Gitarre, Mikrofon, ja, blutverschmiert. Oben der Schriftzug Eisbrand, dann darunter Pyromanie. Rechte Seite Eisbrand Schriftzug. Oben so in der Schwarzoptik mit Vermaserungen, linke Seite Eisbrand und hier wieder das Schwarz mit einer Maserung. Machen wir das Ganze mal auf. Es ist eine Magnetbox. Was kommt da bevor? Natürlich Luftpolsterfolie, damit das Ganze gut ankommt. Da haben wir zuerst das Album, die Stechformen, die Plätzchenstechformen natürlich, ein Kartenspiel, dann die Streichhölzer, eine Plektrumkette, die Eisbrandsocken. Dann natürlich die Bonus-CD und zum Schluss die Autogrammkarte. Innen blank schwarz. Packen wir das Ganze mal zur Seite und holen erstmal die Dinger aus der Folie oder die noch verpackt sind. Das sind diese vier Sachen. Einmal die Stechform. Einmal die Plektrumkette, Anhängerkette. Dann natürlich die Bonus-CD. So, die CD haben wir auch entpackt. Und natürlich das Herzstück der Box. Und zwar die CD. Das Album an sich so.
wir fangen zuerst mit dem Album an sich an. Das Cover ist natürlich identisch wie auf der Box. Und wir fangen mal ins Innenleben. Gitarrenstück, das sind dann die Drumsticks, sieht man. Und natürlich das andere Teil der Gitarre. Hier in der Mitte haben wir die CD. Mal gucken, ob wir die rauskriegen. In so einer Schwarzoptik, Schwarzmaserung, wie wir die Box haben. Mit einem Blutstreifen, Eisbrand, Pyromanie, Rookies and Kings, Sulfurt und Katalognummer natürlich. Hintergrund, auch Maserung und die Blutschrift mit dem E, mit dem Logo von Eisbrand. Und in der rechten Seite ist natürlich das Booklet. Wenn wir es rauskriegen. Da ist es, wie das Albumcover an sich. Und hier sind ja wirklich natürlich die Albumtracks Wort für Wort abgedruckt. Hier fängt man natürlich mit der 2 an, weil das 1 ist die Intro. Das Intro natürlich Wort für Wort abgedruckt. Auch hier überall die Blutstreifen, Ketten und so weiter und so fort. Und so zieht sich das durch. Dann kommt die umfangreiche Dankesagung. Zu guter Schluss die Credits, wer alles beteiligt war, wer Management und so weiter macht. Und hier haben wir natürlich die 5 Herrschaften. Hinten ist nochmal die Tracklist. Es sind 16 Songs an der Zahl. Das ist eine jede Menge. Rookies and Kings natürlich und ein Sulfurt und so weiter. Packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Hinten natürlich die Rückseite, auch nochmal die Tracklist von 16 Songs, an der Zahl, Rookies and Kings, Barcode, Sulfurt für den Vertrieb und so weiter. Kommen wir zum zweiten Inhalt, das ist die Bonus-CD in einer grauen Optik, wieder blutverschmiert. Eisbrand, Pyromanie, Bonus-CD lesen wir. Es sind 3 Tracks an der Zahl. Und hier holen wir die CD raus. Auch in dieser grauen Optik Eisbrand, Pyromanie, Bonus-CD, Sulfurt und Rookies and Kings. Sehr, sehr schön. Holen wir das nächste, das ist, sind die Karten, also ein Kartenspiel. Ja, kann man Skat spielen und so weiter. Hinten drauf natürlich mit Eisbrand Logo und Schriftzug. Natürlich sehr schön. Haben wir aber nicht gemerkt, dass das noch verpackt ist. Dann kommen wir zur Plättchenstechform. Das ist das Logo, das E. Kann man natürlich in den Teig stechen und dann hat man sein eigenes Eisbrand-Logo zum Vernaschen. Dann haben wir die kleine Streichholzschachtel. Ja, also sind wirklich Streichhölzer drin. Sehr schön. Dann kommen wir zur Kette.
müssen wir natürlich noch zumachen. Die kann man sich dann um den Hals hängen. Eisbahn-Elektronen mit Eisbahn-Schriftzug und natürlich das Logo. Sehr, sehr fein gemacht. Wir kommen zum vorletzten Inhalt der Box. Das sind natürlich die Socken. Eisbrand-Schriftzug, Eisbrand-Logo natürlich in Rot gehalten, das Logo und der Hintergrund des schwarzen Schriftzuges. Also schwarze Strümpfe. Sehr, sehr schön. Hat man auch nicht immer. Mal eine sehr schöne Idee. Und zum Schluss kommt natürlich die Autogrammkarte im Querformat beziehungsweise im Postkartenformat. Kann man auch verschicken. Was lesen wir hier quer? Die Homepage können wir auch besuchen. Und wir fassen einmal zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Die eben gezeigte Autogrammkarte, die Streichhölzer, dann natürlich die Blättchenstechform, die Strümpfe, die Elektronenkette, das Kartenspiel, die Bonus-CD und natürlich das Album an sich. Das alles in dieser wundervollen Box. Das war Pyromanie von Eisbrand. Mich würde interessieren, was ihr von der Band haltet und natürlich vom Album. Weitere Links stehen unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.